Hallo Leute, wie ihr sehen könnt, ist meine Minze ganz schön groß geworden. Und deswegen versuche ich heute mal ein paar After Eight selbst zu machen. Viel Spaß beim Zuschauen! Wie ich gerade eben schon erwähnt habe, habe ich bis jetzt noch nie After Eight selber gemacht. Das heißt, das hier wird ein Experiment. Ich probiere mich mal durch, mal sehen, was bei rauskommt. Das seht ihr dann am Ende des Videos. So, also zuerst brauche ich die Minze und da ich den Geschmack davon haben möchte, aber nicht so viel Wasser verwende, werde ich die jetzt erstmal ausrollen. Ja, man könnte sie auch klopfen, aber so kriege ich die ganzen ätherischen Öle aus der Minze raus und dann brauche ich nachher nicht so viel Wasser. Die ist jetzt schön zermatscht. Kommt jetzt hier in die Tasse rein. Und das Ganze gieße ich jetzt mit ein bisschen kochendem Wasser auf, dass ich dann so ein richtiges schönes Extrakt kriege. Und dann geht's weiter. So, das Ganze lassen wir jetzt noch einen Moment ziehen. Dann habe ich mir für die After Eights noch eine Blockschokolade, also Zartbitterschokolade gekauft. Dann einen fertigen Zuckerguss und Puderzucker, ein bisschen Limettensaft und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze dann zu After Eight hinkriegen. Die Schokolade für die After Eight müssen wir auch noch ein bisschen zerkleinern und dann geben wir sie in den Topf und lassen die schön schmelzen. So, die Schokolade ist geschmolzen. Jetzt muss ich die noch ganz dünn verteilen. Denn diese After Eight sind ja wirklich hauchdünn. Und dann habe ich mir überlegt, ich nehme Backpapier. Da kommt gleich die Schokolade drauf. Und dass ich die wirklich hauchdünn verteilen kann, könnte ich jetzt entweder eine Palette oder eine Spachtel nehmen. Aber das wird mir zu ungleichmäßig. Deswegen ein kleiner Trick. Normales Nudelholz und dann einfach so ein Gummi drüber ziehen, gleichmäßig, so dass der auch schön rundherum gerade drauf liegt, auf beiden Seiten. Und dann könnt ihr damit eben die Masse richtig schön gleichmäßig ausrollen und jetzt habt überall eine gleiche Dicke. Das heißt, so könnt ihr das Ganze dann recht einfach gleichmäßig dick ausrollen. So sieht das dann aus. Und so kann ich jetzt über das Brett gehen und habe überall exakt die gleiche Dicke. Und dass mir die Schokolade nachher nicht am Nudelholz hängen bleibt, mache ich noch eine zweite Schicht Backpapier drauf. So, jetzt probieren wir das Ganze mal. Ganze mal auf, wie gesagt, Backpapier drauf. So. Gut. Dann haben wir die Schokolade schon mal schön gleichmäßig dünn verteilt. Drücken wir sie noch so ein bisschen in Ecken formen. Ich hoffe, dann geht es nachher ein bisschen leichter, die zu formen. Mal sehen. So, und jetzt kommt die Schokolade noch in den Kühlschrank, bis sie abgekühlt ist und dann geht es weiter. In der Zwischenzeit probieren wir uns an der Füllung. Dafür habe ich mir einmal so einen fertigen Zuckerguss gekauft. Den muss man noch gut durchkneten. Denn mit Zuckerguss habe ich jetzt nicht so die Erfahrung. Und zum Eindicken
weil ich ja noch Flüssigkeit dazugebe, habe ich mir noch Puderzucker zugelegt. Und dann gucken wir uns das Ganze gleich mal an. So. Zuerst mal den Zuckerguss. Da kommt jetzt ein bisschen was von unserem Pfefferminzextrakt rein. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Und der Puderzucker, damit das Ganze wieder fest wird. Statt der Minze könnt ihr auch Minzlikör nehmen oder so ein Minzextrakt. Aber mir geht es ja darum, dass ich meine Minze verbraucht kriege. Und deswegen habe ich die verwendet. Jetzt machen wir noch ein bisschen Puderzucker mit rein. So, wird schon dicker, aber ist mir noch nicht dick genug. Also noch ein bisschen Puderzucker. So, lassen wir es mal. Jetzt stellen wir die Masse auch noch in den Kühlschrank in der Hoffnung, dass die noch ein bisschen andickt. Mal probieren. Schmeckt noch nicht wirklich nach After-Eight-Füllung. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen Minze reinhacken, dass die ein bisschen intensiver wird. Probieren wir es aus. Geben wir jetzt noch die gehackte Minze dazu und dann hoffe ich, dass wir ein richtig schönes Minzaroma da reinbekommen. So, die erste Schicht Schokolade ist jetzt fest geworden. Drehe ich die einmal um, ziehe ich das Backpapier schon mal ab. Also die Schokolade ist schon mal hauchdünn. Also das haben wir schon mal geschafft. Gut, und jetzt kommt da unsere Minzfüllung drauf. Wie viel? Mal schauen. Also fürs nächste Mal Minzfüllung wesentlich weniger. Das ist schon mal viel zu viel. Kann ich, glaube ich, noch 300 After Eights machen. So, müssen wir das Ganze noch glatt bekommen. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt müssen wir noch die Schokolade da drauf verteilen. So, und wie kriegen wir die Schokolade jetzt da drauf, dass die auch so hauchdünn ist wie beim Original? Also, ich probiere es mal mit Verteilen. Ne, da vermischt sie sich, aber mir kommt gerade eine andere Idee. Und zwar, ich habe ja noch das zweite Backpapier. Und dann verteile ich mir die Schokolade einfach da drauf. So, aber dieses Mal muss ich es da mitnehmen, also mit einem Löffel bzw. mit so einem Spatel verteilen. Denn wenn ich jetzt eine zweite Folie Backpapier drauflege, muss ich es erst wieder runterkühlen und dann kleben die nicht mehr. Oh, das ist ja. Ob die sich bei After Eight auch so eine Arbeit machen mit den Dingern? Also nee. So. Und jetzt kleben wir das Ganze da oben drauf. Ich habe ein gutes Gefühl. Dann rollen wir noch einmal gerade drüber. Und jetzt wieder ab damit in den Kühlschrank. Ich bin gespannt.
So, die Schokolade ist jetzt wieder fest geworden und ich bin schon ganz gespannt, was rauskommt. Ich drehe sie jetzt nochmal um, denn da habe ich noch mein Muster eingeschnitten. Ja. Okay, Fingerabdrücke sind sichtbar, aber von mir. So, dann schneiden wir das Ganze. Das brechen wir jetzt einfach ein bisschen ab. Sollte eigentlich auch funktionieren. Gut. Okay, da habe ich nicht anständig gearbeitet. Nehmen wir mal das nächste. Gut. Also es ist ringsrum geschlossen, wie ihr sehen könnt. Brechen wir das Ganze einmal. Schokolade wird natürlich wieder ganz schnell weich. Und wir haben innen drin, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, einen ganz hauchdünnen Minzkern. Gut, das Original schmeckt ein bisschen besser, aber es schmeckt gut. Also, doch, ich bin erstaunt, muss ich gestehen. So, das ist jetzt mein Ergebnis. Wenn ihr ein paar Ideen habt, was man besser machen kann oder wie man das Ganze noch schöner hinbekommt, dann schreibt es mir am besten unten in die Kommentare. Die anderen Zuschauer würden sich bestimmt auch freuen. Und wie gesagt, weniger Zuckerguss, denn das war viel zu viel für das bisschen Füllung. Das werde ich mir verpacken und beim nächsten Mal dann nochmal mit einsetzen. Und gut, das war's von meinen After Eight Schoko, Plätzchen, Pralinen, wie auch immer man sie nennen möchte. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Kochen. Na dann, probier mal. After Eight. Die machen nicht bestimmt so viel Arbeit schon mehr.